Abstimmung, die erste namentliche Fraktionsoffene Abstimmung im Deutschen Bundestag. Es geht um die Umsetzung einer EU-Verordnung zum Thema Medikamententests an Demenzkranken. Keine einfache Entscheidung für die Abgeordneten, erklärt uns die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Maria Michalk. Ja, wir hatten in dieser Gesetzgebung tatsächlich diese ethische Frage zu klären, ob jemand an Forschungen teilnehmen kann, von denen offensichtlich er selbst keinen eigenen Nutzen mehr hat und trotzdem Forschung in Deutschland ermöglicht wird. Wie sieht die deutsche Regelung jetzt aus? Wir haben in dem Gesetz geregelt, dass jeder bei klarem Verstand entscheiden kann, dass er sich künftig an klinischen Forschungen beteiligen kann. Dafür muss er eine ärztliche Beratung aufsuchen, die auch dokumentiert wird aus dem heutigen Stand. Und dann darf er an den klinischen Studien teilnehmen. Sollte er nicht mehr teilnehmen wollen, ist jederzeit ein Abbruch möglich. Und wie kann man den Test abbrechen? Ein Abbruch kann geschehen, indem der betroffene Mensch durch Augenzwinkern, durch Gesten, durch Abwehrhaltungen zeigt, dass ihm das unangenehm ist.